Moment mal. Wo soll's denn hingehen? Lass mich raten. Du bist hier der strategische Offizier. Noch so einer von deiner Sorte hat mir gerade noch gefehlt. Wir sind Berserker, Junge. Du lässt hier besser die Waffe stecken und hältst deine langen Finger bei dir. Dann kriegen wir auch keinen Ärger miteinander, klar? Der Ort hier sieht wie ein Flüchtlingslager aus. Ja, für viele ist es der letzte Zufluchtsort vor den Konvertern der Alps. Für andere ist es eine Festung des Widerstands und der Freiheit. Für mich ist es eine Lebensaufgabe. Jeder, der Schutz sucht, wird ihn bei uns finden. Doch du siehst nicht aus wie jemand, der Schutz braucht. Eher wie jemand, der auf Krawall aus ist, wenn du mich fragst. Mach hier besser keinen Ärger. Auf Streuner stehen wir hier nicht. Du kümmerst dich um die Befestigung des Lagers? Ganz genau. Und jeder, der hier etwas zerstört oder unrechtmäßig entwendet, wird sich vor mir verantworten müssen. Ah ja. Und wie läuft der Job? Du willst mich doch nicht etwa aushorchen, ob es hier etwas zu holen gibt, oder? Also entweder packst du ordentlich mit an, oder du kannst dich gleich wieder verziehen. Verstanden? Für so einen kleinen Bademeister hast du eine ziemlich große Fresse. Geht das auch ein bisschen freundlicher? Oh, hab ich jetzt deine Gefühle verletzt? Du tust, was ich dir sage, oder du fliegst raus, verstanden? Na gut, wir wollen mal nicht so sein. Verstanden. Tatsächlich? Naja, das werden wir ja sehen. Wie kann ich dich beim Sichern des Lagers unterstützen? Du willst uns wirklich helfen, ja? Dann besorg uns mehr Männer. Die Mutantenbrut da draußen würde uns nur zu gerne auf die Pelle rücken. Du redest von loyalen Waffengefährten. Genau. Wir brauchen gute Kämpfer, auf die man sich verlassen kann. Keine Dünnbrettbohrer, die beim ersten kleinen Mutantenangriff die Flucht ergreifen. Ich besorge gute Kämpfer. Ja? Du meinst, du kriegst das hin? Na schön. Dann geh und rekrutiere sie. Sie müssen dir aber schon als deine Waffengefährten bedingungslos in den Kampf folgen. Wenn du mir mindestens 3 brauchbare Kämpfer nennen kannst, die dir folgen, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Und beeil dich besser damit, bevor die Mutanten wieder angreifen. Oh, cool. Kaya, eine mächtige Kampfmagierin, aber sehr gehört zu meinen Gefährten. Aber werde ich die jetzt abgeben, oder? Nee, ist ja Quatsch, oder? Ich sag mal nicht, dass es ein ehemaliger Alp ist. Ich mag Kaya. Kaya, eine mächtige Kampfmagierin der Berserker, gehört zu meinen Gefährten. Starke Magier sind sehr effektiv. Von der Sorte könnten wir ruhig ein paar mehr gebrauchen. Schon sehr gut fürs Erste. Wen hast du noch anzubieten? Falk, ein sehr guter Kleriker-Scout, unterstützt mich. Interessant. Ich dachte immer, die Jungs aus dem Vulkanland kennen nur ihren Glauben. Hast du noch jemanden? Ray, das größte Arschloch an, Ray, ein ausgekochtes Schlitzohr der Outlaws, kämpft an meiner Seite. Wir haben eigentlich schon genug Ganoven hier im Lager, aber meinetwegen. Okay, ich würde sagen, das sind erst einmal genug Gefährten, um unser Lager zu sichern. Ich hätte die Auswahl meiner Kampfgefährten zwar anders gestaltet, aber egal, damit kann ich arbeiten. Ich hoffe, dass sie auch halten, was sie versprechen, wenn der nächste Angriff ins Haus steht. Mach ruhig weiter so. Wir haben zwar schon erst einmal genug, aber wenn du noch mehr gute Kämpfer hast, immer her damit. Je mehr, desto besser.
Ax ist ein ehemaliger Alp, doch jetzt ist er mein Waffengefährte. Ist das dein Ernst? Puh, tja, man nimmt, was man kriegt. Hoffentlich fällt er uns nicht in den Rücken. Crony O4, eine Kampfdrohne der Alp, steht unter meinem Kommando. Ha! Eine Jagdmaschine der Alps. Was bringst du uns als nächstes? Ein ausgewachsenes Urtier? Yes! Wie ist jemand wie du hier gelandet? Ich war damals in der Garde von Abessa City. Bei einem der vielen schweren Angriffe der Alps damals sind wir von den Klerikern an die Front befohlen worden. Es war ein aussichtsloses Unterfangen und die Schweine da oben wussten das. Bin dabei fast draufgegangen. Nie wieder gehe ich dahin zurück, sag ich dir. Das hier ist jetzt mein Zuhause und jeden, der es bedroht, werde ich bis aufs Blut bekämpfen. Wer hat hier das Kommando? Unser Boss? Er ist oben im Haupthaus. Sein Name ist Lloyd. Aber Typen wie du nennen ihn Big Daddy, klar? Geh ihm besser nicht auf die Nerven, rate ich dir. Er hat Besseres zu tun, als mit euch Streunern seine Zeit zu verschwenden. Interessant. Okay. Wir sind jetzt Level 22, was schon mal ziemlich gut ist. Wir haben 10 Punkte und wir müssen Konstitution noch steigern. Reicht das? Ja, es reicht. Sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt die Ausdauer, die letzte Stufe für die Ausdauer leveln. Das ist nett. Die Befestigungen des Lagers müssen halten. Magie gehört nicht in unsere Welt. Kann jemand mal die scheiß Propaganda ausschalten? Das wäre echt nett. Er wohnt wohl eher. Wozu sollten wir uns verseuchen, wenn wir mit unseren Händen Das heißt, Kaya und Co. haben jetzt hier, ein Zuhause gefunden. Da, Schakale, ich hasse diese Biester. Jetzt mach dich mal nicht gleich ins Hemd. Wenn die Viecher nicht wären, eigentlich ganz nett hier. Nette Aussicht. Ach, Jonathan. Moment. Bring mir etwas bei. Natürlich. Ach nee, der hat was anderes, stimmt. Ich gehe mal, bevor ich da in dieses Schloss gehe, gehe ich mal hier weiter. Was gibt's denn hier? Dann hoch und dann zurück. Zu einfach. Ja, ich bediene mich mal hier, ne, Jungs? Ich gehöre jetzt zu euch. Wie hübsch haben wir es hier? Ein Doppelbett. Oh.
Und eine Wanne zum Baden. Meine Güte, da lebt er hier in Saus und Braus, der Kollege. Oh, da hinten sieht man die Kuppelstadt, die qualmt. Was denn? Ohne Schlüssel wird das nichts. Ja, das hat sich mal nicht gelohnt. Die Geistersehne. Was ist das denn? Oh shit. Dafür brauche ich Stärke. Man sagt, dieser Bogen sei aus dem Holz des ältesten Baums Magellans gefertigt. Nicht nur seine Verarbeitung ist unübertroffen, sondern auch seine Kraft. Geistersehne. Ja, wieso nicht? Die Schufterei muss mal ein Ende haben. Hat er nicht gesagt, er ist oben im Haupthaus? Welches Haupthaus meint ihr denn? Also ich habe da niemanden gesehen. Da oben am Turm ist keiner und hier in dem Haus ist auch keiner. Das glaube ich nicht. Ich weiß, ach, da ist er. Leute. Und aus der Mitte entspringt ein Keim der Hoffnung. Bedroht durch den Sturm aus dem Norden, halten wir das Auge mit Stolz und Zuversicht. Ich nehme an, du hast hier das Kommando. Ich bin Lloyd. Geistiger Vater und Anführer der Menschen hier. Willkommen im Lager der Mitte, Fremder. Lass deine Waffen ruhen und schöpfe neue Kraft an unserem wärmenden Feuer. Lager der Mitte, sagst du? Klingt ziemlich naiv für diese kleine Ansammlung von ein paar freien Menschen. Große Visionen werden immer belächelt. Das kümmert uns nicht. Es ist wie in jedem Spiel. Am Ende werden die Punkte gezählt. Der Krieg ist nur ein Spiel für dich? Nein, natürlich nicht. Doch wenn du die Spielregeln deines Gegners kennst, macht es vieles einfacher. Erzähl mir von deiner Vision. Ich bin viel herumgekommen und habe auf meine alten Tage viel Erfahrung sammeln dürfen. Die verschiedenen Gemeinschaften, die noch existieren seit der großen Katastrophe, haben alle eines gemeinsam. Es fehlt ihnen an Flexibilität. Sie sind alle Gefangene ihrer eigenen Gesetze und Verhaltensweisen. Doch gibt es viele Rohdiamanten unter ihnen, die unsere Sache wirklich voranbringen würden. Dieser Ort hier ist ihre Anlaufstelle. Ihr kämpft für die freien Menschen? Wir kämpfen für Freiheit und Selbstbestimmung. Wir trotzen den Unterdrückern und den Verblendeten. Es wird jemand aus unserer Mitte sein, der die Welt in seinen Grundfesten verändern wird. Dein Erscheinen hier und dein Interesse an unserer Gemeinschaft beweisen das. Du glaubst, dass ein Mann die Welt verändern wird? Lassen wir doch die alberne Maskerade. Wir wissen doch beide, von wem wir hier sprechen, Commander. Oh! Du weißt, wer ich bin. Nein, du bist nicht mehr die Bestie, vor der sie alle erzittern.
Einst hattest du große Macht. Alles wurde dir genommen und trotzdem bist du wieder aufgestanden und wirst deine alte Kraft bald wiederfinden. Ich sehe hier einen aufrechten, starken Mann und seinen inneren Konflikt zwischen Mensch und Maschine. Wer, wenn nicht du, könnte wirklich etwas bewegen? Du siehst eine Menge. Ja, darum nennen sie mich Big Daddy und folgen mir. Okay, der weiß offenbar, wer wir sind. Nett. Wird nicht kommen sehen. Ihr nehmt Flüchtlinge auf. Wenn es nur nach mir gehen würde, würden wir jeden hier leben lassen. Doch muss die Chemie unter meinen wichtigen Männern stimmen. Sie sind es, die das Ganze hier zusammenhalten. Also, wenn sie dich mögen und du ihnen ihre Unterstützung anbietest, denke ich, wird niemand etwas dagegen haben, wenn du dein Lager hier aufschlägst. Ich muss ihre Aufgaben erledigen, um hier bleiben zu können. Fürs Erste wird es reichen, wenn du ihnen in Aussicht stellst, dich um ihre Belange zu kümmern. Wenn ihnen gefällt, was du zu ihnen sagst, kann ich dir eine Bleibe anbieten. Fair genug, oder? Wer sind deine wichtigsten Männer? Da gibt es den Späher Jonesy, der sich im Umland um die herumstreunenden Mutanten kümmert. Dann ist da Eckhart, der sich für die Verteidigung der Anlage hier verantwortlich zeichnet. Und natürlich Harley, unser Mechaniker. Den machst du vermutlich schon glücklich, wenn du ihm etwas Großes zum Reparieren bringst. Es sind gute Männer. Also zeig dich auch von deiner guten Seite, wenn es dir möglich ist. Dein Lagermeister Eckhart ist ein harter Hund. Ja, das ist er. Aber ich bin froh, dass er da ist. Ohne seine Qualitäten als Kampfstratege wären wir schon so manches Mal von angreifenden Mutantenhorden überrannt worden. Er ist zwar etwas ruppig, aber ich denke, er weiß es zu schätzen, dass du ihn unterstützen willst. Sehr gut. Aber das war noch nicht alles, nicht wahr? Ich konnte Eckhart bei der Sicherung des Lagers helfen. Sehr gut. Ich hörte schon von deinen Gefährten. Seltsame Auswahl, die du da getroffen hast. Naja, irgendwie passen sie zu dem restlichen Haufen hier. Da ist noch etwas, richtig? Dein Späher Jonesy ist wohl gerne draußen in der Wildnis unterwegs. Ja, auch wenn ich ihm immer wieder sage, dass er sich nicht so weit vorwagen soll. Jetzt, wo er weiß, dass er durch dich eine weitere Unterstützung hat, wird er hoffentlich nicht unvorsichtig. Gut gemacht. Noch etwas? Die Bedrohung der Mutanten im Umland ist erstmal abgewendet. Sehr gut. Wir müssen aber aufpassen. Das waren bestimmt nicht die Letzten, die es versuchen werden, hier einzufallen. Schon mal sehr gut. Einige Dinge wären da aber noch zu tun. Ich bin mir sicher, dass du sie auch noch meistern wirst. Wie steht's um eure Kampfkraft? Wir haben einen Haufen kampferprobter Experten für unsere Sache hier gewinnen können. Unter der richtigen Führung kann es eine schlagkräftige Kampftruppe werden, die man nicht unterschätzen sollte. Okay. Das heißt, ich muss noch den Dingsbums finden, den Techniker, wo auch immer der sich aufhält. Lässig, wie im Bilderbuch. Ach, da ist der Hagel. Ah, verdammt, was ist denn jetzt schon wieder? Ich hab gerade keine Zeit, muss diesen Mist hier wieder in Gang bringen. Du bist Mechaniker? Hi, ich bin Harley, stellvertretender Werksmeister der 4. Kolonne des Horns von Ignadon. Stets zu Diensten. Die Zeiten sind vorbei, Kumpel. Hier draußen sind wir alle freie Menschen. Wenn du also etwas repariert haben willst, wirst du dafür bezahlen. Bist du so gut? Das will ich meinen, Kollege. Ich bin hier völlig unterfordert. In unserer Kolonne gab es nichts, was wir damals nicht wieder in Gang gebracht hätten. Wie gesagt, wenn die Kohle stimmt, kriege ich alles wieder ganz. Komm mir aber bloß nicht mit einem defekten Toaster klar. Ich brauche endlich mal eine große Aufgabe. Harley. Ist das wirklich dein richtiger Name?
Nein, den gaben mir meine Freunde früher mal, weil ich gerne an alten Maschinen herumwerkel. Ich heiße eigentlich... Naja, vergessen wir das. Dieses freundliche Biest da drüben. Dein Haustier? Ich habe keine Ahnung, wo dieses Vieh hergekommen ist. Auf einmal war es da. Weißt du, so etwas stört mich nicht. Solange es nicht meine Schrauben frisst. Wie viel Erfahrung hast du mit Flugmaschinen? Und von welchem Jetpack-Typ sprechen wir hier? Ich hatte da etwas Größeres im Sinn. Größer? Ha, das ist ja mal endlich was Interessantes. Du redest von den Gleitern der Alps, nicht wahr? Mhm. Okay, warte mal. Vor einigen Tagen ist eine ihrer Maschinen in Edan runtergekommen. Sofern sie dort noch keiner geborgen hat, müsste sie auch immer noch da sein. Könntest du den Gleiter bergen? Ha, das ist dein Ernst, nicht wahr? Hm, ja, scheiße nochmal. Es ist dein Ernst. Okay, als der Wahnsinnige das Ding da oben in den Berg versenkt hat, konnte auch ich mich kaum mehr halten. Das ist die Gelegenheit, sagte ich mir. Also ging ich rüber zur alten Observierungsstation und schaute mir das Wrack des Gleiters genauer an. Leider war da bis auf ein bisschen Kleinkram nichts Brauchbares mehr zu finden. Ach ja? Und was ist mit dem Gleiter selbst? Tja, Kumpel, das Teil ist nicht mehr viel wert. Da ist so einiges zu Bruch gegangen beim Absturz. Wenn wenigstens noch das Triebwerk intakt wäre, könnte man es irgendwie hierher schaffen, aber so... Kannst du das Triebwerk nicht wieder reparieren? Um es wieder fit zu machen, bräuchte ich einen hochleistungsfähigen Hydraulikkonduktor. Aber so einen findest du nicht einfach so auf der Straße. Entweder du plünderst einen anderen Gleiter der Alps... Naja, oder du schlachtest einen dieser Kampfkolosse der Baureihe 7300 aus. Die haben auch noch einen dieser überdimensionierten Konduktoren verbaut. Tja, schade, aber so sieht's nun mal aus. Schön, dass wir darüber geplaudert haben. Zumindest gibt es Optionen. Das heißt, es ist nicht unmöglich. Ja, guter Witz, nicht wahr? Du bist in Ordnung, Kollege. Kampfkoloss der Baureihe 7300? Mann, Mann, du lässt nicht locker, was? Okay, pass auf. Wir Mechaniker hatten damals vor einigen Jahren im Hort einige dieser Maschinen von unseren Bändern laufen lassen. Leider hatten sie eine schadhafte Steuereinheit. Irgendwo in den südlichen Gebirgszügen von Ignadon ist bestimmt noch eine von ihnen aktiv. Ich habe dort zuletzt eine von ihnen gesehen. Ziemlich unkontrollierbar und mordsgefährlich. Ich würde so einem Ding besser nicht zu nahe kommen, wenn ich du wäre. Okay, das ist eine schwierige Aufgabe. Ich habe mich noch nicht mit einem dieser Kolosse gemessen. Mein Lebenslehrer. Haben die hier einen? Ein Fuß in die Tür. Er hat nichts dagegen, wenn ich im Lager mit in mein Quartier einrichte. Oh Mann, ey, da muss ich wirklich jetzt einen Koloss zerstören. Ich habe noch nie gegen einen von denen gekämpft. Weiß nicht, wie gut die sind. Okay. Das ist ja zumindest mal ein Plan, den wir haben. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch die Unterstützung von Harley und dann können wir uns eigentlich breit machen im Lager. Ich guck mal auf die Uhr. Wie sieht es denn so zeitlich aus? Wir können echt noch ein bisschen machen. Wir haben noch jede Menge Zeit über. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir das mal. Ich versuche das einfach mal. Mal gucken, ob ich da was gebacken bekomme.
Aber ich habe ja keinen Safe-Punkt hier, ne? Will ich mal gucken, was ich hier... Naja, egal.